Zombie Apocalypse. Hey Freunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es im Titel schon lesen könnt und im Thumbnail auch erkennen könnt, ist heute die letzte Folge, sag ich mal, bis jetzt das letzte Video von meiner Prediction bzw. von meinen Tipps von der UEFA 2020, also von der Euro 2020. Man muss aber fairerweise dazu sagen, ich habe ja erst ab dem Halbfinale, glaube ich, angefangen. Also es war auf jeden Fall sehr spät. Und ja, aber ich würde die letzten drei Runden, glaube ich, waren es jetzt noch, die würde ich gerne mit euch jetzt noch angucken, ob ich da irgendwas richtig getippt habe. Genau, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Abonniert gerne meinen Kanal, wir sind jetzt fast bei 60 Abonnenten. Also abonniert gerne meinen Kanal und falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wenn ihr sowas auch von der Bundesliga-Saison sehen wollt, habe ich nämlich schon gerade geguckt, ob sowas gäbe, wenn man das machen würde. Dann schreibt es mir unten mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sagen, es geht jetzt direkt los. So, hoffentlich funktioniert das jetzt alles, aufnehmen tut's. Okay, gut, dann passt es ja. Ich habe das letzte Mal nur noch die Bewertungen gemacht, wer ins Finale kommt und wer dann gewinnt am Ende. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal ganz kurz, wird ein kurzes Video wahrscheinlich, gehen wir da jetzt ganz kurz durch. Und danach gebe ich nochmal so meine Meinung ab zu der gesamten EM, was ich davon halte oder gehalten habe. Genau. Also im Halbfinale hat sich laut meinem Tipp Italien durchgesetzt und England. Beides war richtig. Also ich habe zwei Tipps richtig. Das war jetzt aber bei drei Tipps zwei richtig. Ist jetzt nicht so schwer. England war sogar ziemlich knapp am Ende noch. Da gab es dieses wunderschöne Freistoßtor von Dänemark, dann das Eigentor und dann der Elfmeter, der nach meiner Meinung niemals ein Elfmeter war. Also da muss ich sagen, Videoschiedsrichter waren nicht anwesend und ja, also wie gesagt, das war für mich niemals ein Elfmeter. Dann Italien gegen Spanien, das war auch sehr, sehr knapp. Wurde ja, glaube erst, wann wurde das entschieden? In der regulären Spielzeit, glaube ich, sogar noch, oder? So kurz vor Schluss. Italien und Spanien wurde im Halbfinale im Elfmeterschießen beendet. Nämlich hat Italien da 4:2 gewonnen. Also es war doch Elfmeterschießen. Okay. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das... Konnte ich mir jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern. Dann das Finale habe ich auf England getippt. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe das Video ja am... woran habe ich das Video gedreht? Vor zwei Wochen, oder? Letzte Woche Montag, glaube ich. Und muss wirklich sagen, warum habe ich da auf England mit im Finale getippt? Also, die Italiener sind so eine brutale Mannschaft, als ob da England eine Chance gehabt hätte, beziehungsweise hatte. Ich meine, es war ein 1-1 am Ende. Und im Elfmeterschießen hat sich dann Italien durchgesetzt, ja. Aber mein Tipp war England, das war leider falsch. Ich bin aber ein bisschen zu spät eingestiegen. Deswegen, ja, ist es jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber wie gesagt, ich kann ja noch andere Sachen tippen. Ich kann noch gucken, ob es DFB-Pokal gibt. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu kompliziert. Aber ja, es gibt auch noch andere Sachen. Nächstes Jahr zum Beispiel die WM. Also in anderthalb Jahren ist ja Ende nächstes Jahr. Ja, Ende nächstes Jahr ist die in Katar, glaube ich. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einfach die, die durch die ganzen Sachen, wie es am Ende war. Einfach nochmal ganz kurz, ganz schnell und ja, muss ich aber nur ganz kurz finden.
So, also ich gehe das nochmal ganz geschwind nur durch. Italien hat Gruppe A gewonnen, vor Wales, Schweiz und Türkei. Danach in Gruppe B hat sich Belgien sehr stark sogar durchgesetzt, vor Dänemark, Finnland, Russland. Das war die Gruppe, wo von 2 auf bis 4 alle 3 Punkte hatten. Also es war sehr, sehr knapp. Mein Handy, also meine Kamera wackelt gerade die ganze Zeit. Dann in Gruppe C war die Niederlande vor Österreich, der Ukraine und Nordmazedonien mit 0 Punkten. Das hat man aber auch schon so ein bisschen erwartet. Es war jetzt keine Überraschung. In Gruppe D hat sich England durchgesetzt vor Kroatien, Tschechien und Schottland. Und das Unentschieden zwischen England und Schottland war schon so eine kleine Überraschung. Ich glaube, die haben ja das Unentschieden gehabt. Bilde ich mir zumindest ein. Oder war es gegen Tschechien? Egal. Auf jeden Fall, der ist Unentschieden von Schottland. War schon sehr, sehr spannend. Schade am Ende natürlich, dass sie rausgeflogen sind, aber irgendwie hatten das schon vermutet. In Gruppe E war Schweden, Spanien, Slowakei und Polen. Fand ich auch sehr überraschend, dass sich Schweden dadurch gesetzt hat und nicht irgendwie Spanien, was man eigentlich erwartet. Und dann die Todesgruppe, in Anführungszeichen, hat sich Frankreich durchgesetzt, Deutschland, Portugal punktgleich und Ungarn auf Platz 4. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Also, so, wenn es jetzt so, dann gehen wir mal ganz kurz noch mal hier zu den Gruppen oder zu den K.O.-Phasen. Da hat sich Belgien gegen Portugal durchgesetzt, Italien hat sich gegen Österreich durchgesetzt, genauso wie sich die Schweiz im Elfmeterschießen überraschenderweise gegen die Franzosen durchgesetzt hat. Kroatien hat gegen Spanien noch verloren mit einem 3 zu 5 in der Verlängerung. Das war dieses brutale Spiel. Schweden unterlag Ukraine. Die Deutschen sind ja gegen England rausgeflogen. Die Niederlande ist gegen Tschechien rausgeflogen und Wales gegen Dänemark. Und da war schon so ein bisschen überraschend, muss man sagen. Was da für Sachen waren. Zum Beispiel, dass Frankreich rausgeflogen ist, dass Deutschland rausfliegt, war jetzt nicht so überraschend. Aber Niederlande und Wales rausgeflogen, also schon eine kleine Überraschung dabei. Im Viertelfinale war Belgien gegen Italien. Die Belgier unterlagen da den Italienern, mussten dann wieder heimfahren. Die Schweiz hat es diesmal nicht geschafft, wieder im Elfmeterschießen. Sie mussten sich gegen die Spanier geschlagen geben, aber trotzdem ins Viertelfinale gekommen. Dann noch den aktuellen Weltmeister rausgehauen, also Hut ab. Dann Ukraine gegen England hat sich mit 4-0 England klar durchgesetzt. Und Dänemark hat sich gegen die Tschechen durchgesetzt. So, jetzt haben wir es. Dann kommen wir nur noch zum, was haben wir denn? Ah, Halbfinale, genau. Vom Halbfinale, da hat sich Italien gegen Spanien durchgesetzt. Das war ja auch wirklich so, gell? Ja, genau. Italien hat sich gegen Spanien durchgesetzt. War aber ein sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Und dann hat sich England gegen Dänemark durchgesetzt, was ich schon angesprochen habe, dieses Hammer-Freistoßtor von den Dänen. Also Hut ab. Und im Finale hat sich nicht England durchgesetzt. Warum auch immer habe ich auf England getippt, sondern Italia. Da gab es wahrscheinlich am Abend ordentlich Pizza. Genau, also Italien hat sich am Ende durchgesetzt. Und ich denke mal, das war es jetzt auch schon wieder von dieser kleinen Reaktion auf meine Tipps, wie ich das gemacht habe. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt, ob ich irgendwo noch was Kleines aufnehmen kann, vielleicht für nächste Woche schon. Ansonsten bleibt gesund, haut rein und ciao.